Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner und auf diesem Kanal findest du immer Informationen für ein gesundes, fittes und schmerzfreies Leben. Heute wollen wir einmal ein kleines Fajo-Yoga-Workout für Fortgeschrittene machen. Wir werden versuchen, ein bisschen was mit dem Faszienrollenset zu machen. Wir brauchen auf jeden Fall auch die Übungsschlaufe und das Ganze ist eben so ein bisschen für Fortgeschrittenere, weil ich schon ein paar Anfängervideos, was das Fajo habe, auch schon online habe. Zum Beispiel auch die Adventskalender-Videos von letztem Jahr, da sind ganz viele Basics dabei, also die kann man sich gerne auch nochmal anschauen. Und wir starten jetzt einfach mal mit dem Fersensitz. Das heißt, vielleicht versuchst du dich einfach mal hier in den Fersensitz reinzusetzen und guckst so ein bisschen, dass deine Fersen hier zusammen sind. Und dann wäre es natürlich schon mal sinnvoll, wenn du das kannst. Also das ist ja durchaus eine Sache, die nicht jeder kann und die man aber natürlich so ein bisschen üben könnte. Wir haben jetzt hier vielleicht so eine leichte Dehnung im Bereich der Fersen. Das Ganze zieht dann vielleicht auch in die Schienbeine ein bisschen hoch oder bis in die Knie. Die Knie werden ja auch maximal gebeugt. Das dehnt dann vielleicht auch hier. Wenn du dir was hier zwischenlegst, ein Kissen zum Beispiel, ist auch noch okay. Und ansonsten probieren wir jetzt aber, weil wir ja beim fortgeschrittenen Teil sind, langsam ein bisschen nach hinten zu gehen. Wir wollen also hier in die Dehnung für die vordere Oberschenkelmuskulatur und auch für den Bereich der Leiste einmal ein bisschen reingehen. Schön langsam versuchen abzulassen, die Leiste so ein bisschen nach vorne rausschieben. Versuchen hier so ein bisschen die Schultern auch nach hinten zu ziehen, den Brustkorb so ein bisschen nach vorne rauszudrücken. Und jetzt drück mal mit den Beinen in den Boden hinein. Versuch mal deine Beine zu strecken, versuch mal die Oberschenkel, Vorderseite hier richtig anzuspannen, noch ein bisschen runterdrücken, noch ein bisschen runterdrücken. Versuch mal deine Beine zu strecken und dann lass wieder locker und geh ein bisschen tiefer hier runter. Versuch mal in Ruhe einzuatmen. Und wieder auszuatmen. Und vielleicht schaffst du es dann sogar noch ein bisschen tiefer runterzukommen. Muss man immer mal schauen. Bei mir kommen jetzt hier die Knie ein bisschen hoch. Das ist aber völlig in Ordnung. Und dann versuchst du einfach mal langsam wieder nach oben hochzukommen. Kannst dich jetzt hier vielleicht mal in die maximale Beugung reinbringen. Das ist jetzt nicht besonders schwierig vielleicht, aber man kann das durchaus einfach mal als ausgleichende Übung machen. Und auch hier ruhig ein- und ausatmen. So, jetzt gehen wir mal in den Vierfüßerstand und gehen mit den Händen so ein bisschen nach hier vorne. Die Ellenbogen sind gestreckt, die Knie sind unterhalb der Hüfte. Und dann ziehen wir uns hier mit dem Oberkörper mal langsam nach unten runter. Mir wichtig wäre jetzt, dass du deinen Rücken so ein bisschen rundest und dein Schambein vorne so ein bisschen hochziehst. Dann haben wir einfach noch ein bisschen früher die Dehnung im Bereich der Schultern.
Das andere wäre jetzt auch nicht verkehrt, aber vielleicht machst du das einfach mal, dass du dein Schambein so ein bisschen vorne reinziehst. Jetzt möchte ich, dass du mal versuchst, deine Füße nach rechts rüber zu schieben. Und dann gibst du ein bisschen mehr Gewicht auf die linke Seite deiner Arme, auf die linke Seite deiner Schultern. Lehnst dich also so ein bisschen auf die linke Seite und hast dann eine relativ starke Dehnung, wahrscheinlich im Bereich der linken Körperflanke. Und die linke Schulter mehr reinziehend. Das Ganze können wir natürlich auch noch mal nach rechts machen, also dass wir mehr Gewicht auf die rechte Seite verlagern und dann eben so ein bisschen die Füße nach links rüberziehen und jetzt hier einfach mit rechts ein bisschen tiefer gehen. Langsam mal wieder zurückgehen. Und jetzt drückst du noch mal mit deinen Händen in den Boden hinein. So fest, wie du kannst. Noch ein bisschen mehr vielleicht. Noch ein bisschen mehr vielleicht. Und versuchst jetzt mal, die Arme nach oben hochzuziehen. Das ist total schwer, das wird auch nicht funktionieren. Trotzdem mal versuchen, die Arme nach oben hochzuziehen. Okay, wir lassen wieder locker. Und da gibt's jetzt sogar gerade eine Internet-Challenge zu, dass man versuchen soll, jetzt die Arme nach oben hochzuziehen. Und Frauen können das wohl einen Ticken besser wegen einer anderen Schwerpunktverlagerung. Probier einfach mal. Ohne dass du mit deinem Hintern nach hinten zu den Füßen gehst, mit den Armen nach oben hochzukommen. Also hier ist das dann wohl relativ leicht, aber hier vorne ist das natürlich relativ schwer, weil der Schwerpunkt anders verlagert ist. Und trotzdem mal versuchen, hier jetzt mit dem Oberkörper hochzukommen. Die Arme ziehen wir jetzt hier auch noch mal relativ weit zurück, so weit wie wir können. Den rechten Arm noch ein bisschen mehr nach unten, nach hinten ziehen. Den linken Arm noch ein bisschen mehr nach hinten ziehen. Und dann kommen unsere Arme einfach langsam wieder runter. Jetzt sind wir ja im Kniestand. Und aus dem Kniestand können wir einfach mal versuchen, in die sogenannte Gesäßdehnung reinzugehen. Dabei versuchst du, deinen linken Fuß hier vorne an den rechten Mattenrand zu bringen und versuchst dann hier mit dem Knie und mit dem Hintern dich nach unten abzulassen und hast dann das rechte Bein vielleicht auch schon ein bisschen nach hinten gestreckt. Also vorne haben wir den rechten Winkel im Kniegelenk, unser Gesäß links ist unten und der Oberkörper ist relativ gerade. Und jetzt versuchst du deine rechte Beckenseite so ein bisschen nach vorne zu ziehen, versuchst da so ein bisschen in die Dehnung reinzukommen oder noch mehr. Vielleicht ist das ja auch schon sehr schwer. Und jetzt machen wir mal noch ein bisschen mehr für die Schultern, denn das Ganze ist ja natürlich nicht nur ein Beweglichkeitstraining, sondern es braucht natürlich auch ein bisschen Kraft. Vor allem, wenn wir das machen, was wir jetzt machen, dann drücken wir uns nämlich jetzt hier aus den Armen hoch und nehmen die Knie oder das Knie hier links nehmen wir mit hoch und den Hintern hier nehmen wir auch mit hoch und versuchen dann aber trotzdem den Oberkörper relativ
gerade zu halten. Und das ist schon gar nicht ohne. Deswegen gehen wir da dann auch langsam wieder runter. Man kann das jetzt beliebig lange halten, 1 Minute, 2 Minuten, das wird dann richtig, richtig anstrengend. Und jetzt nimmst du einfach dein linkes Bein und ziehst es so ein bisschen nach hinten zurück und abzulassen und das ohne uns mit den Händen festzuhalten. Du könntest dich hier festhalten, dann wird es ein bisschen leichter, aber sonst versuch mal wirklich, dein Schambein vorne hochzuziehen und dann ganz langsam dich abzulassen. Ne, da war so ein Kipppunkt. Brauch mal ein bisschen Körperkontrolle. Jetzt sind die Bauchmuskeln wirklich maximal angespannt, damit ich nicht wie so ein nasser Sack nach hinten falle. Und dann bin ich auf dem Rücken und versuche jetzt Richtung Kopf zu rollen. Du kannst deinen Kopf auch festhalten. So. Und kurz vorm Kopf hören wir dann auf. Einfach, weil wir das heute so machen. Man könnte auch noch den Kopf rollen, aber machen wir heute nicht. Und jetzt nehmen wir uns die Übungsschlaufe. Machen mal beide Beine lang, machen die Übungsschlaufe oder ein Handtuch. Oder es geht auch komplett ohne, einfach um diese Füße rum. Machen uns jetzt ziemlich gerade und gehen dann nach vorne. Und zwar so gerade wie möglich. Mit durchgedrückten Knien und dann schön langsam nach vorne ziehen. Bis es im Hintern oder in den Beinen, in der Kniekehle oder auch im Rücken zieht. Jetzt könntest du mal versuchen, mit den Füßen nach vorne zu drücken gegen die Übungsschlaufe oder gegen deine eigenen Hände, wenn du deine eigenen Hände gerade zur Hilfe nimmst. Versuchst dich aber auch mit dem Oberkörper ein bisschen weiter nach hinten zu drücken. Und jetzt geht's langsam wieder ein bisschen weiter nach vorne. Wir runden jetzt mal den Rücken, versuchen zu den Füßen zu greifen. Und jetzt langsam wieder aufrichten. Wir machen das Ganze jetzt nochmal rückwärts. Auch schon sehr fortgeschritten. Ich hoffe, mit dem Mikro klappt das. Wenn das wieder Tonstörer gibt, dann mach den Ton einfach kurz aus. Oder ich mache den Ton dann leise beim Bearbeiten. Ihr versucht jetzt die Beine hochzunehmen. So. Und jetzt versucht ihr hier hochzukommen und versucht eure Füße hinter dem Kopf abzulegen. Ich glaube, ich bin jetzt auf den Knierettern. Ganz guter Tipp eigentlich, wenn man noch nicht ganz runterkommt, aber trotzdem eine recht entspannte Position haben will, dann muss man die Füße auf was drauflegen. Ein Sofa zum Beispiel bietet sich an, das ist so hoch, dass es einem das gut erleichtert. Ich
versuchen, ruhig ein- und auszuatmen. Natürlich ist der Bauch jetzt hier komprimiert. Die ganze Brustkorbbewegung klappt nicht mehr. Bauchatmung klappt nicht mehr so gut. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Jetzt kannst du noch mal versuchen, deine Knie neben die Ohren zu packen. Also einfach mal die Beine ein bisschen beugen. Habe ich gesagt, dass das schwerer ist? Na, vielleicht merkst du schon selber. Und dann gehen wir langsam wieder aus dieser Übung raus. So, jetzt stehen wir einmal auf und machen ein bisschen was im Stehen. Da brauchst du also ein bisschen Platz. Das soll auch ruhig ein bisschen fordernd wieder sein. Ich nehme mir jetzt hier einfach mal die große Fayo-Rolle. Du kannst auch eine kleine Rolle nehmen. Geht auch ganz ohne, wenn du nichts zur Verfügung hast. Und wir stellen uns jetzt mit den Beinen ziemlich weit auseinander hin. Erstmal ein bisschen Gewicht auf die Fußaußenkanten verlagern. Die Knie durchdrücken und das Schambein hier vorne erstmal hochziehen. Dann zieht das so ein bisschen hier in der Leiste. Es zieht aber vielleicht auch so ein bisschen im Bereich der Innenseite der Beine. Hände einmal schließen, die Arme drehen hier ganz weit nach außen. Die Schulterblätter ziehen hinten zusammen und dann ist das so ein bisschen die Ausgangsstellung, aus der wir jetzt starten. Und du machst jetzt ein Hohlkreuz und gehst dann mit diesem Hohlkreuz nach vorne, ziehst die Ellenbogen hier einmal ganz weit hoch. Und streckst jetzt deine Arme einfach nach unten aus, öffnest die Hände und drehst die Arme so ein bisschen nach innen, verschränkst die jetzt hier so ein bisschen vor dem Körper und ziehst die Ellenbogen jetzt hier einfach mal seitlich hoch, streckst die Arme aus und drehst jetzt den Oberkörper hier einmal nach links. Und so macht man das jetzt eben, wenn man keine Rolle hier stehen hat. Wenn man eine stehen hat, dann kann man die benutzen und kann sich somit jetzt noch ein bisschen weiter in die Drehung begeben. Das kann man also mal probieren und man guckt zur Decke oben. Und jetzt einfach mal den rechten Arm wieder hochziehen, einmal in die andere Richtung drehen. Und wer mag, ne, nimmt jetzt hier wieder die Hand drauf. Und durch den Widerstand der Rolle kann ich jetzt den Oberkörper noch ein bisschen weiter drehen. Den linken Arm wieder ganz hochziehen. Und einmal zurück zur Mitte. Den Oberkörper nochmal gerade lassen. Die Arme nochmal hochziehen. Sehr gut. Und jetzt die Arme einmal nach unten wieder zeigen lassen. Und jetzt nimmst du die Arme einfach nach vorne. Nach oben hoch. Und kommst dann hier langsam mit dem Oberkörper wieder hoch. Die Arme ziehen nochmal ganz weit zurück. Einmal bis ungefähr 90 Grad hier die Ellenbogen beugen und einmal ganz weit nach außen rotieren mit den Oberarmen. Also die Ellenbogen kommen nach vorne, die Unterarme kommen nach hinten. Jetzt ziehe ich meine Ellenbogen hier nochmal hinter dem Rücken zusammen. Die Hände werden geschlossen. Unterarme wieder ranziehen. Super.
Und jetzt machen wir noch einen Teil. Wir drehen uns nämlich jetzt einmal nach links mit dem Becken hier so weit, wie wir können. Der Oberkörper bleibt aufgerichtet. Der linke Fuß geht dann auf die 90 Grad, also der zeigt jetzt komplett hier nach links. Jetzt öffne ich meine Hände, atme einfach mal tief ein. Und beim Ausatmen machen wir mal eine tiefe Kniebeuge. Je tiefer wir jetzt hier reingehen, umso mehr werden wir das im Oberschenkel merken. Dann nehmen wir die Arme einfach mal so mit einer Faust nebeneinander über unseren linken Oberschenkel. Öffnen unsere Hände, drehen die Arme nach außen. Die rechte Handfläche dreht einfach mal über die linke Handfläche. Und der linke Arm zieht jetzt einfach mal ganz weit nach links rüber und der Kopf schaut hinterher. Jetzt geht der rechte Arm ebenfalls nach hinten zurück, so weit wie es geht. Und der Kopf schaut einmal zur Decke. Geht der rechte Arm wieder ein bisschen nach vorne, der Kopf schaut nochmal so ein bisschen nach links. Dann strecken wir das linke Bein wieder und holen einfach alles wieder nach vorne zurück. In die Ausgangsstellung einmal wieder zurück von den Armen her. Jetzt machen wir das Ganze natürlich auch nochmal zur anderen Seite. Vielleicht nochmal tief ein- und ausatmen. Einatmen, nach rechts drehen. Dann den rechten Fuß nach außen drehen. Hände öffnen, einmal einatmen und die Arme hochnehmen. Und beim Ausatmen einmal in diese tiefe Kniebeuge auf der rechten Seite dann wieder reingehen. Wieder die Arme auf, ja, über den Oberschenkel nehmen, 90 Grad nach außen. Hände öffnen. Einmal nach außen drehen, dann geht die linke Handfläche über die rechte Handfläche. Der rechte Arm geht nach rechts außen, so weit wie er kann, und der Kopf schaut einfach hinterher. Und der linke Arm geht jetzt nach oben, zieht nach hinten, der Oberkörper überstreckt sich nach hinten und der Kopf schaut zur Decke. Dann geht der linke Arm wieder so ein bisschen nach vorne, der Kopf zieht nochmal nach rechts, der Oberkörper zieht nochmal nach rechts. Und dann holen wir einfach alles wieder so ein bisschen nach vorne zurück und langsam wieder die Ellenbogen nach hinten ziehen. So, das war jetzt ziemlich anstrengend und deswegen machen wir jetzt noch zum Abschluss eine kleine Atemeinheit auf dem Rücken liegend. Also legt euch dafür einfach nochmal auf den Rücken und dann versuchen wir einfach nochmal 12 tiefe Atemzüge zu machen. Nehmt einfach mal die Hände auf den Bauch und drückt beim Einatmen einfach die Hände so ein bisschen nach oben. Und dann atmet ihr einfach tief ein
und aus. Legt vielleicht jetzt mal eure Hände auf den Brustkorb, dann könnt ihr auch merken, wie der sich beim Einatmen vielleicht ein bisschen hebt. Einmal noch einatmen. Und dann kommst du einfach langsam wieder hoch. Dann bedanke ich mich, dass du mitgemacht hast. Abonniere gern den Kanal, wenn du mehr solcher Trainings haben willst. Wenn es dir zu schwierig war, dann schau dir gerne ein paar von den Anfängertrainings an, die ich auf diesem Kanal habe. Oder wenn du es zu einfach fandest, dann schau dir ein paar mehr von den, ja, vielleicht, ich habe ein Schulterintensivvideo, schau dir das mal an oder so ein paar von den Sportler-Trainings mit den Liebschau- und Brachtübungen. Und dann bis zum nächsten Mal.